Willkommen zu den JL News. Der Newsflash. Themenbereich Sport. Österreichischer Fußball. Die Grenzen von Scheiße wurden weit überschritten. Themenbereich Physik. Keiner hat eine Ahnung, worum es geht. Themenbereich Politik. Morddrohungen österreichischen Politiker von seiner Mutter. Morddrohungen österreichischen Politiker von seiner Tochter. Themenbereich Literatur. Ein Wörterbuch wurde verfilmt. Last but not least, Themenbereich Technologie. Mobiltelefone wurden so sehr vereinfacht, dass man sie bedienen kann. Hallo? Diese Meldung werde ich erst preisgeben, wenn ein Schwein auf meinem Tisch sitzt. Hallo, Julia. Das läufst du vom Tage. Das sind BMS-Hintergrund und hier geht die Welt runter. Mehr dazu beim Wetter. Herzlich Nesti, meine Damen und Nesti, zur Nesti-Ausgabe von Nesti. Heute nestiere ich Ihnen Nesti vor. Nesti wird ausschließlich wie Nesti in Nestilien angebaut, wo es nur von nestigen Nesti-Arbeitern abgenestet wird. Das neueste Equipment der Nesti-Fabrik nestet uns den Nesti ganz Nesti und frisch. Keine Kinder-Nesti in Nestinesien, wo Nesti abgenestet wird. Das ist der Vorteil von Nesti, ohne Lügen und ohne Nestizien. Was ich Ihnen an Nesti noch vor Nesti nestiere. Nestien, die gesunden Nesti-Inhaltsnestien. Wie zum Beispiel die Anweisungen Kühl- und Nesti lagern, Nesti haltbar Nesti, Sierflaschen Nesti, Recyclingflasche, kein Nesti, hergestellt in der EU Nesti mit Genehmigung der Beverage Partners Worldwide Europe AKG Nesti. Nesti, dass ihr heute wieder dabei nestieten und ich nestiere sie nächstes Mal wieder mit zur Nestien. Nesti. Was? Dass wir getragen haben, kein Mensch trägt sowas heutzutage noch. Bitte, eine weiße Jacke oder eine schwarze Haube, das macht dich kein Idiot aus dieser Welt, das ist keine Entschuldigung. Nein, das geht einfach nicht, so geht es nicht. Das ist vollkommen indiskutabel! Was für ein Wetter! Was für ein Wetter! Oh. Herzlich willkommen zum Wetter, meine Damen und Herren. Heute das tägliche Wetter, pünktlich zum Tage mit mir. Als erstes, Asien. In Asien haben wir Sturm, 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 Sturm. Und natürlich, zu guter Letzt, in Süden ein Wirbsturm, meine Damen und Herren. Ist das nicht ein wundervolles Wetter? Wer würde nicht gerne seine Sommermonate im Süden von Asien zu bringen. Australien. In Australien ist es momentan sehr, sehr heiß. Und es ist sonnig. Und sehr, sehr warm. Und das interessiert uns alle gar nicht. Dann, da ist Sonne und da ist Sonne und da ist eine Wolke. Eine Wolke. Und da ist die Sonne und da ist die Sonne und da ist wieder Sonne. Und da, ganz im Süden, ist Sonne, meine Damen und Herren. Ist das zu glauben? Nein, das ist doch nicht zu glauben. Der nächste Kontinent, den wir besprechen werden, ist EU. In das EU, da ist Regen, da ist viel Regen, meine Damen und Herren. Sehen Sie die Wolke mit den viel Tropfen? Das ist Regen, meine Damen und Herren. In Grönland, da schmilzt das nämlich und da regnet Grönland. Von ihr auf ihr Köpfe fällt Grönland, meine Damen und Herren. Und was noch sehr wichtig ist, der Golfstrom ist da. Der ist vorher so Golfstrom. Ja, hört auf. Da ist der Golfstrom, meine Damen und Herren. Der nächste Kontinent, den wir besprechen werden, das ist Südamerika. In Südamerika ist das Wetter derzeit sehr nordamerikanisch, meine Damen und Herren. Das nordamerikanische Wetter ist, damit Sie wissen, ja, nicht sehr amerikanisch, aber sehr nördlich. Und wenn es sehr nordamerikanisch ist, und mir gerade mitgeteilt wird, dass sich das Wetter schlagartig verändert hat, weil statt nordamerikanischem Wetter gerade die Welt untergeht, wie Sie an diesem Diagramm hier sehr gut erkennen können. Und unser Studio sich zufälligerweise nicht in Nordamerika befindet, sieht mir das natürlich sehr gut. Und deshalb kratzen uns die Nordamerikaner auch gar nicht und wir machen weiter mit Südamerika.
Und für Amerika ist die Wetterlage derzeit sehr kritisch, weil ja da Nordamerika untergegangen ist, das Hoch und das Tief sich verschiebt und es dadurch sehr heiß ist von der Reibung des Hoch und Tiefs. Deshalb, meine Damen und Herren, meiden Sie in Zukunft einfach die gesamte Erde, damit Ihnen nichts passieren kann. Danke, dass Sie auch beim Wetter heute wieder dabei waren. Lassen Sie sich nicht von der Staubbelastung auf der ganzen Erde aufhalten. Leben Sie weiter Ihr Leben und verschwenden Sie es und ruinieren Sie diesen Planeten doch zu Ende. Dankeschön. Das war das Wetter mit mir.